Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Ich habe mit den F&E-Leuten über die neuen Teile gesprochen und sie wurden erfolgreich in den Wagen eingebaut. Wenn wir Glück haben, kannst du die Verbesserungen spüren, also probier sie mal aus. Ich kümmere mich um die Änderungen. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch.
großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. War nicht gut, du musst dich noch verbessern. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so.
Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Sainz und Fernando Alonso. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns.
kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen.
Denk dran, ein Auge auf deine Reifentemperatur zu haben, mit Hilfe der Temperaturtafel deiner MFA. Wir überwachen sowohl die Temperatur im Inneren als auch auf der Oberfläche. Die besten Leistungen erzielst du, wenn beide im Normalbereich liegen. Die Oberflächentemperatur fluktuiert schneller. Also fahr ein paar Runden mit offener Tafel, damit du ein Gefühl dafür entwickelst, wie sie sich verändert. Fertig, bereit. Erhöhen wir das Tempo. Unsere Reifendaten sind nutzlos, wenn wir keine repräsentative Geschwindigkeit haben. Wenn wir unser Delta nicht in den grünen Bereich kriegen, müssen wir das Programm wiederholen.
Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Also, das Programm ist zwar beendet, aber es war uns keine große Hilfe. Ich befürchte, wir müssen das nochmal machen. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Ein Aston Martin, Hamilton und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erst mal ein paar entspannte Runden. Sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten.
DAS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Klasse, du hast diese Strecke so gut wie gemeistert. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Okay, das DRS steht offen und klemmt. Du musst reinkommen, dann können wir versuchen, es zu reparieren. An die Box zur Reparatur. Hat etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Alles fertig?
Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt, in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Ein Aston Martin, Bottas und Max Verstappen. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Glauben Sie, dieses Team bringt die volle Leistung? Danke für den Kommentar.